Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Republican Senators, do your damn job! Gute Stimmung in den USA. Die Trump-Show erreicht einen weiteren bizarren Höhepunkt. Shutdown, der Reality-Mehrteiler. Der US-Präsident im Streit mit dem Kongress. Um 5 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Ja, super Idee. Und deshalb kriegen jetzt 800.000 Bundesbedienstete kein Geld. Seit fast 4 Wochen. Der längste Shutdown in der Geschichte des Landes. Aber gut, die Küstenwache hat ja Top-Tipps für ihre Mitarbeiter im Zwangsurlaub. Seien Sie kreativ. Veranstalten Sie einen Garagenflohmarkt, bieten Sie Ihre Dienste als Babysitter oder Hundeausführer an, machen Sie aus Ihrem Hobby ein Einkommen. Ja, da fällt Ihnen schon was ein, wenn Sie an der Tafel für Bedürftige Schlange stehen. Neuigkeiten vom Segelschrottschiff der Marine. Die Gorch Fock sollte ursprünglich für 10 Millionen Euro saniert werden. Inzwischen werden dafür 135 Millionen veranschlagt. Jawohl, dabei hat die Marine Gorch jedoch immer so liebevoll gepflegt, wie der Bundesrechnungshof festgestellt hat. Teile des Schiffes seien seit 1979 nicht geprüft worden. Zudem sei nie ernsthaft geprüft worden, ob sich die Reparatur des Segelschulschiffs überhaupt noch lohne. Ach, wie doof, hat die Verteidigungsministerin ihren Laden etwa nicht im Griff? Ursula von der Leyen sei entweder falsch oder zumindest schlecht informiert gewesen, als sie die Kosten bewilligte. Ach was, na dann, zurücktreten bitte. Jo, war sonst noch was? Ach ja, etliche Ortschaften waren ja so ein bisschen, also... Abgeschnitten von der Außenwelt. Von der Außenwelt abgeschnitten? Abgeschnitten von der Außenwelt, ne? Ja, ne? Nur so Reporter aus der Außenwelt haben noch hingefunden, um dann knallhart zu recherchieren. Was ist schon knapp geworden? Also was war besonders gefragt? Klopapier. Ja, okay, genau. Na dann, gutes Geschäft.